Ja, es gibt eine interessante Studie der Hafen City Universität, die gesagt hat, wenn ich die 1,8 Millionen ernähren will in dieser Stadt, dann muss ich einen Radius von 100 Kilometern um die Stadt schlagen und alle Produzenten und die Landwirtschaft wird dafür benötigt, um diese 1,8 Millionen zu ernähren. Damit wird ja auch jedem bewusst, dass man sich hier in der Stadt selber nicht ernähren kann. Also, dass man dieses Umland braucht. Und ja, das ist, finde ich, eine natürliche Gegebenheit und in dem Rahmen denken wir. B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und für diese Episode des Business Talk mussten Host Wolfgang Becker und ich ein bisschen weiterfahren. Und zwar bis in den Norden der Hansestadt. Und zwar in den Stadtteil Hummelsbüttel. Dort trafen wir uns mit Karl-Heinz Krämer. Das ist der Vorstandsvorsitzende der Block Foods AG. Block Foods gehört zur Block-Gruppe. Kennt man ja wirklich bestens hier, ne? Stichwort Blockhaus, Restaurants. Block Foods ist dann sozusagen der Teil des Gesamtunternehmens, der für die Lebensmittel zuständig ist, die man beispielsweise im Supermarkt kaufen kann. Ja, und der Karl-Heinz Krämer, der ist halt nicht nur bei Block Foods Vorstandsvorsitzender, sondern auch Vorstandsmitglied beim Food Active e.V. Das ist ein Netzwerk für Lebensmittelproduzenten, das gerade sein 10-jähriges Bestehen feiert. Und anlässlich dieses runden Geburtstags machen wir eine kleine Podcast-interne Miniserie, wo Mitglieder des Netzwerks zu Wort kommen. In dieser Episode nun erzählt Karl-Heinz Krämer im Gespräch mit Wolfgang Becker zum einen, welchen Mehrwert das Netzwerk seinen Mitgliedern bringt, aber auch, welche Herausforderungen auf die Branche warten. Zum Beispiel, es müssen weltweit ja immer mehr Menschen ernährt werden, gleichzeitig soll aber immer weniger CO2 ausgestoßen werden. Ist ja wirklich eine schwierige Aufgabe. Und dann erzählt Karl-Heinz Krämer auch noch etwas über sein Unternehmen, total spannend. Wie gesagt, eine tolle Hamburger Marke, kennt hier jeder. Und zwar die Block Foods AG war eigentlich mal ein Spin-off aus den Restaurants, aus den Steakhäusern. Und jetzt mittlerweile ist es aber so, dass dieses kleine Spin-off einer der größten Umsatzbringer der Block-Gruppe ist. Warum das so ist, wie das geschehen ist und noch so manchen anderen spannenden Einblick, alles in dieser Episode vom Business Talk. Viel Spaß beim Zuhören. Im B&P Business Talk habe ich heute einen ganz besonderen Gast, Karl-Heinz Krämer von der anderen Seite der Elbe, muss man ja sagen. Er ist Vorstand der Block Foods AG. Wir sitzen hier am Lademannbogen 127 in Hummelsbüttel, habe ich richtig gehört. Richtig, ja. Und machen etwas in unserem Kontext über Foodberichterstattung bzw. auch Food Active. Dazu gleich mehr. Ja, Herr Krämer, Sie sind Vorstandsvorsitzender der Block Foods AG, aber auch des Vereins Food Active e.V. Und das wohl auch schon einige Zeit. Und darüber wollen wir reden. Es hat nämlich jetzt kürzlich gerade eine große Feier stattgefunden, 10 Jahre Food Active. Was ist Food Active? Ja, Food Active ist das Branchennetzwerk der Nahrungsmittelindustrie hier in der Metropolregion Hamburg. Wir sind vor 10 Jahren gestartet. Begonnen hat das überhaupt mit der Süderelbe AG, die damals einige Jahre vorher schon auch einzelne Veranstaltungen für die Nahrungsmittelbranche veranstaltet hat, wie den Think Tank Food und andere Aktivitäten, um die Branche zusammenzubringen, um gemeinsame Themen anzugehen. Gab es keinen Verband? Ich frage da einfach gleich mal zwischen. Man hat ja die Vorstellung als Laie, die Kollegen müssen ihn ja irgendwie alle kennen. Ja, es gibt große Verbände, es gibt Fachbranchenverbände, also wenn Sie jetzt mal einen Feinkostverband etc. Oder Gewürzverband, also immer, dass man mit Produzenten der gleichen Branche zusammenkommt, aber so, dass man sagt, das ist querbeet über alle verschiedenen Nahrungsmittelproduzenten, gibt es schon auch in der Nähe, also Food Regio, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, gab es schon, in Lübeck, genau. Wenn man bestimmte Fachthemen interessant fand, ist man auch dahin gefahren und hat sich die Dinge angehört.
Dann gab es in Mecklenburg-Vorpommern Food Academy. Mhm. Die haben eben so ein bisschen mehr im Fokus die Weiterbildung, Fortbildung, Ausbildung der Mitarbeiter für die Nahrungsmittelproduktion. Mhm. Und wir haben gesagt, also es gibt ja noch viel mehr Themen, ob das Logistik ist, ob das das Lebensmittelrecht ist. Na, Digitalisierung ist vermutlich auch ein Riesenthema, ne? Ja, vor 10 Jahren noch nicht ganz so. Aber jetzt mittlerweile ja. Genau, es sind schon viele Themen, auch wie jetzt Nachhaltigkeit in den letzten Jahren. Es kommen immer wieder neue Themen auf. Das ist ja auch das Interessante an der Nahrungsmittelbranche, dass ständig was Neues entsteht, immer wieder neue Themen kommen. Und so sind wir gewachsen. Wir waren damals 11 Gründungsmitglieder. Und da war Block schon dabei. Genau. Wie sind Sie denn so als Unternehmen, als Hamburger Unternehmen, so auf diese Süd-Geschichte gekommen? Naja, die Veranstaltung oder das Netzwerk war schon hier auch in Hamburg. Also immer schon haben wir unsere Veranstaltung in der Stadt Hamburg, aber auch in der Metropolregion stattfinden. Wie weit fassen Sie die? Bis wohin reicht die? Ja, es gibt eine interessante Studie der Hafen City Universität hier in Hamburg, die gesagt hat, wenn ich die 1,8 Millionen ernähren will in dieser Stadt, dann muss ich einen Radius von 100 Kilometern um die Stadt schlagen und alle Produzenten und die Landwirtschaft wird dafür benötigt, um diese 1,8 Millionen zu ernähren. Aber in dem Radius leben ja auch nochmal 3, 4, 5, 6, 7 Millionen. Ne? Ja, sicher, aber ich fand das eine ganz, ganz interessante Studie. Ja, spannend, und damit wird ja auch jedem bewusst, dass man sich hier in der Stadt selber nicht ernähren kann. Also, dass man dieses Umland braucht. Und das ist, finde ich, eine natürliche Gegebenheit und in dem Rahmen denken wir auch. Also wir haben Mitglieder, die kommen aus Perleberg zum Beispiel. Ist vielleicht nicht unbedingt Metropolregion, nördliches Brandenburg, aber die sagen, dieser Verein Food Active, der ist so interessant. Na ist gut, das reicht auch bis Uelzen runter. Genau. DVG haben wir. Dort unten haben wir den Bauhof. DVG ist in Lüneburg. Also das ist schon ein großer Haufen von Unternehmen. Wie viele Unternehmen in der Lebensmittelbranche haben wir in dieser Region? Also wir haben reine Nahrungsmittelproduzenten in etwa 450 in dieser Region. Zählt da Landwirtschaft dazu? Oder? Nein, Landwirtschaft gehört da nicht. Das sind wirklich die Unternehmen, ist auch Gastronomie gehört nicht dazu, sondern das sind die Unternehmen, die Nahrungsmittel herstellen. Ob es, wie wir sind jetzt, ein Dressing oder eine Sour Cream, andere eben Gewürze oder Sie hatten gerade DVG genannt, ob die jetzt ein Müsli herstellen, also querbeet. Also die wirklich Produkte herstellen, die entweder in dem Supermarkt wieder zu finden sind oder im Foodservice-Bereich über den Großhandel, die dann die Gastronomie oder Hotellerie oder Betriebskantinen beliefern. Wir reden eigentlich über, sagen wir mal, produzierte Produkte. Ein Apfel ist ja auch ein Produkt. Der wächst, aber der fällt hier nicht in Ihre Kategorie. Sehe ich das richtig? Na, wir haben schon, wenn man jetzt Gemüsebär nimmt, der erntet vom Feld, verkauft auch an die weiterverarbeitende Industrie, aber packt auch schon ab für den Lebensmitteleinzelhandel. Ja, richtig. Und das ist ja auch so, was sich in den letzten 10, 15 Jahren unheimlich verändert hat, dass diese Wertschöpfungsketten ineinander verzahnen. Das konnte man jetzt in Corona oder auch mit dem Kriegsbeginn stark merken. Wir geraten ja schon mal schnell in Panik, wenn bestimmte Produkte im Regal, im Supermarkt fehlen. Und da sind natürlich diese regionaleren Wertschöpfungsketten und vor allen Dingen langfristige Partnerschaften oder Lieferantenbeziehungen enorm wichtig, um solche Krisen besser zu durchstehen. Als Vorsitzender von Food Active haben Sie natürlich auch eine Geburtstagsrede gehalten. Die habe ich mir angehört in Hamburg. Und dabei haben Sie also einen sehr interessanten Zusammenhang dargestellt. Zum einen hat die Branche natürlich die Aufgabe, die Bevölkerung zu versorgen mit Lebensmitteln. Zum anderen sollen sie das möglichst ohne CO2-Ausstoß machen. Wie geht das eigentlich? Wie ist der Stand? Ja, das ist ja auf jeden Fall unsere große Aufgabe. Ja. Und wir freuen uns natürlich, wenn ich das jetzt auch so vorweggreifen darf, dass wir so langsam in der Öffentlichkeit stattfinden als Nahrungsmittelproduzenten. Mhm. Wir haben natürlich durch diese Krisen jetzt aufgezeigt bekommen oder auch das, was mit dem Klima auf uns zukommt oder auch schon stattfindet, dass die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln, also diese Versorgungssicherheit und der Klimaschutz, die müssen sich ergänzen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ist das bei allen angekommen? Oder ist das noch ein dickes Brett, wo Sie noch am Bohren sind? Ich glaube, dass das jetzt mit großer Geschwindigkeit erkannt wird. Wir schmeißen heute ja 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weg, weil wir sie einfach nicht aufessen.
Das Weiteren werden 18 Millionen Tonnen werden zu Energie, also Lebensmittel, die zu Energie oder zu Benzin verarbeitet werden. Und wahnsinnige Zahlen. Wenn man sich die Gesamtweltsituation anguckt, kriegt man ja schon ein schlechtes Gewissen. Ne? Und es kommt ja dazu, wir werden ja noch ein paar Milliarden Menschen mehr in den nächsten 20, 30 Jahren. Das könnte passieren. Wobei die Kurve bricht, glaube ich, irgendwann ab. Ne? Also geht nicht, glaube ich, nicht. Ja, immer so das weiter. Nach 2050 prognostiziert man, dass dann eben kein Wachstum der Weltbevölkerung mehr ist. Wenn der letzte Babyboomer ausgestorben ist. Ja, ungefähr. Ja. Nee, gut, aber das ist natürlich eine riesige Aufgabe. Und ich war, als ich das hörte, diesen Zusammenhang, war ich doch auch ein bisschen überrascht. Das hatte ich gar nicht so erwartet, dass das so ein wichtiges Thema ist, dass Sie das so im Fokus haben. Weil Sie haben das ja nachdrücklich formuliert und gesagt, das ist unsere Aufgabe, das ist ja auch eine Chance. Ich meine, man kann sich da ja auch wirklich sehr positiv platzieren. Nicht? Gut, das ist sozusagen die große Richtung für Food Active. Nun gibt es ja eine neue Entwicklung in Hamburg, und zwar die Hamburger Politik hat erkannt, dass diese Unternehmen doch alle sehr wichtig sind und will ein Food Cluster gründen. Und dazu haben wir es mal. Können Sie ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat und was verändert sich da eigentlich? Ja, das, als wir uns gegründet haben, war das immer unser Wunsch. Dass ist ja eigentlich schon da, ne? Ja, das Netzwerk ist schon da, also wir haben zusammengeschlossen, aber dass, sag ich mal, die Branche auch in den Fokus der Öffentlichkeit kommt oder mehr anerkannt wird. Und dass die Stadt Hamburg jetzt eben ein Foodcluster gründen wird oder möchte, erfreut uns natürlich sehr, weil sie damit ja neben Schifffahrt oder anderen Logistikclustern erkannt hat, dass es ist ein ganz, ganz wichtig, die Ernährung der Menschen ein ganz, ganz wichtiges Feld ist und gerade für die Zukunft auch von entscheidender Wichtigkeit. Was kann ein Cluster denn, was der Verein nicht kann? Wir hatten ja in dem Sinne keine Mittel. Ja, wir haben mit 10 Gründungsmitgliedern angefangen, mit kleinen Mitgliedsbeiträgen. Die Süderelbe AG hat uns sozusagen immer wieder unterstützt, dass sie gesagt hat, oh, ihr könnt unsere Infrastruktur, unsere Büros in Harburg nutzen. Und alle kennen aus unserem Netzwerk Annika Schröder sozusagen als erste Halbtagskraft, die wir beschäftigen konnten, haben uns mit ganz kleinen Mitteln dann war es so, dass nach 2 Jahren Herr Horch als erster Wirtschaftssenator gesagt hat, ja, das ist ja toll, was ihr da macht und interessante Themen und hat uns Aufmerksamkeit geschenkt und uns auch hier und da mal finanziell unterstützt. Mhm. Wir haben aber auch gemeinsame Projekte damals, also in der Syrien-Krise mit der Stadt Hamburg, mit Herrn Horch unternommen. Und so hat sich das langsam entwickelt. Das Foodcluster jetzt an sich hat natürlich auch monetär mehr Möglichkeiten, weil die Stadt Hamburg natürlich einzahlt. Also das heißt, die Stadt wird einen Etat zur Verfügung stellen, irgendeinen Haushaltsposten, wo man sagt, das ist dafür. Genau. Wir haben unsere Mitgliedsbeiträge, die in etwa 80, wir wachsen ja rasant, ich glaube, wir gehen jetzt auf 140 Mitglieder. Ich habe, glaube noch gesagt, wir sind auf unserem Geburtstag 130, aber jetzt seit der Feier haben wir schon wieder 4. Standen ja alle Schlangen. Ich dachte, die wollten alle ein Bier kriegen da. Ja, die wollen alle unterschreiben. Genau, die wollen schon beitreten. Die sagen ja, die Foodies sind da eine lockere Truppe, haben sie ja vielleicht auch festgestellt. Ja. Bunte Truppe vor allem. Durchaus. Ja. Macht Spaß. Und jeder findet sich da wieder. Das ist auch so, wenn man bedenkt von unseren, also ich habe jetzt die Zahl noch abgespeichert, 131 Mitglieder sind wir. Also wir sind schon mehr geworden jetzt allein. Also allein in der letzten Woche. Durch dieses Event da. Durch dieses Event. Das war auch sehr gut gemacht. Aber wir haben, das ist ja so verrückt, bei uns sind mittlerweile 16 Start-up-Unternehmen. Mhm. Also wenn man jetzt mal Ankerkraut nimmt oder Kalemense Unternehmen, die jetzt die sind ja schon groß, ja, 6, 8 Jahre alt sind. Aber die sind zu uns gekommen, da haben die mit 3 Mann in der Garage angefangen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben sie jetzt, sagen wir mal, ob das jetzt Block ist, Block Foods mit knapp 500 Mitarbeitern oder ein Unternehmen wie Haribo, die weit über 1 Milliarde Umsatz machen, die bei uns Mitglied sind, haben sie also diese ganze Bandbreite. Und da ist der Austausch natürlich witzig, weil die kleineren Unternehmen sagen, Mensch, was ist denn das jetzt hier mit dieser Verordnung, was weiß ich, Haltungsstufen, die da drauf müssen oder was es so alles kommt gibt. Kommt ja dauernd was Neues. Genau, es kommt andauernd was Neues und dann können die großen Unternehmen, die dann 4, 5 oder 10 Qualitätssicherungsmanager beschäftigt haben, natürlich sagen, ja, komm, wir machen eine Arbeitsgruppe, die heißt Qualitätssicherung oder eine, die heißt Lebensmittelrecht. Da beschnacken wir das. Und dann kann jeder sein, da, sagen wir auch bei kleinen Unternehmen, da geht dann der Unternehmer halt persönlich hin
Und andere Unternehmen schicken halt den Qualitätssicherungsleiter und das Gleiche machen wir im Marketing. So haben wir Arbeitsgruppen in unserem Netzwerk, ich glaube mittlerweile 8, 9 Arbeitsgruppen. Auch Logistik ist unsere älteste, genau, wo wir genau, das am Anfang genau. angesprochen das haben. War ganz am Anfang, ja. Logistik ist unsere älteste Arbeitsgruppe, die wir haben. Und da tauschen sich die Unternehmen aus. Und dann weiß natürlich auch, sag mal, der Kleine, was ist denn jetzt so Benchmark und wie geht denn das und wen kann ich fragen? Gibt es da auch eine Gegenbewegung? Die Gegenbewegung ist, was sehr erfrischend ist, dass sie ganz anders arbeiten, die Startups. Also gerade Startups. Also wenn die sagen, die haben ja jetzt keinen Key-Accounter und keine Feldmannschaft für den Vertrieb, um den Lebensmitteleinzelhandel zu beackern, sondern die haben das Internet und ganz coole Ideen. Also oder Social Media, wie die sagen, mit kleinen Mitteln können wir auch ganz viel ausrichten. Und auch in der Geschwindigkeit, wie die Unternehmen die Dinge abarbeiten. Das ist erfrischend und das befruchtet sich gegenseitig. Also es gibt einen richtigen Mehrwert für das Mitglied. Es ist nicht nur alle 10 Jahre eine schöne Feier, wo sich alle fünf in den Arm liegen. Und, wir haben ja jeden Monat eine Veranstaltung, mindestens eine. Wenn Sie jetzt mal sehen, Corona wurde täglich, sag ich mal, von unseren Mitarbeitern, jetzt haben wir ja 3 Halbtagskräfte, haben Sie gesehen, dass... Das A-Team, wirklich sehr gut. Die uns wirklich toll mit Informationen auch unterstützen. Und dann war das für viele Unternehmen in der Corona-Krise, was ist denn jetzt schon wieder angesagt? Also wo ist jetzt Lockdown und so weiter? Was müssen wir machen als Nahrungsmittelproduzenten? Wie müssen wir uns in der Produktion verhalten? Wie ist das mit den Lüftungen, mit dem Frischluftanteil etc.? Und dann haben die uns jeden Tag mit Fachinformationen versorgt. Jeder wusste, nachmittags um 1 Uhr oder mittags um 1 Uhr kommt von Food Active die Information wieder zur aktuellen Corona-Lage und mit den neu eingeleiteten Maßnahmen, speziell für die Nahrungsmittelbranche. Und das Gleiche machen wir im Personalwesen. Wenn wir hier sagen, wir haben eine Stelle ausgeschrieben und da sind tatsächlich, was ja heute selten vorkommt, 2 oder 3, die man einstellen könnte, weil sie so gut sind. Und ich möchte nur einen einstellen, dann frage ich die anderen beiden, seid ihr damit einverstanden, ihr wollt ja hier in Hamburg oder in der Metropole arbeiten, wenn ich euch mit eurem Netzwerk dann über Food Active, mit eurem Lebenslauf ins Netzwerk stelle. Das ist eine super Geschichte. So, und da ist es natürlich so, das sind ja viele, viele Berufe, die sind wie Goldstaub und da ist dann jeder froh drüber, dass er den mal kennenlernen kann, den Bewerber. Komm aus diesem Mini-Kosmos der Startups eigentlich auch mal Produktideen, dass man sagt, also die denken mal was ganz neu. Also ich war ja auf der Feier dabei und kriegte plötzlich eine Currywurst auf Basis von Karotten und Erbsen, hatte ich auch noch nicht. Sind das so Dinge, wo man sagt, ja, ist auch interessant? Natürlich, das ist ja ein Weg der Transformation, wo die jungen Unternehmen unheimlich forsch vorangehen, gute Ideen haben. Aber dass wir uns mehr vegetarisch ernähren müssen, also mehr plant-based ernähren müssen, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Das sagt ein Mann von Block. Sie sind zuständig für Block Foods. Was verbirgt sich dahinter genau? Ja, Block Foods war im Ursprung eine zentrale Fleischerei, die Herr Block mal Anfang der 70er Jahre gegründet hat, um seine 5, 6 Steckhäuser hier in Hamburg mit Fleisch zu versorgen. 2, 3 Jahre später ist dann noch die Block-Menü dazugekommen. Das war die zentrale Küche. Und da hat er dann zentral in Barmbek für seine Hamburger Restaurants die Suppen, die Gulaschsuppe gekocht, die Bull Soup oder den American Dressing hergestellt. Und über die Jahre, auch mit dem Beginn und der Gründung des Elysees, die dann auch so zentral, dass das auch so zentral versorgt wurde mit Fleisch und eben Dressings und so weiter, kamen Kunden auf Herrn Block zu, die dann gesagt haben, das ist ja interessant, wie Sie das machen, können wir diese Produkte auch kaufen. Und damit fing eigentlich das Drittkundengeschäft an. Drittkundengeschäft in dem Sinne, dass man also nicht an den Endverbraucher verkauft hat, sondern die Produkte auch an andere Hotelketten oder Restaurants verkauft. Das nächste war, dass eben auch Hamburger Einzelhändler gekommen sind, haben wir gesagt, kann man den Stegpfeffer denn nicht auch, den ihr da auf dem Tisch stehen habt, kann ich den nicht auch in meinem Supermarkt verkaufen? Ja. So ist dann das Einzelhandel. Eine logische Frage. Ja. Klar. Und so hat man dann sich damals eben auch einen Produzenten gesucht, der die Gewürzmischung, das ist ein ehemaliger Produktentwickler von Herrn Block gewesen, der hat sich dann selbstständig gemacht mit einer Gewürzmanufaktur und hat dann für Herrn Block die Gewürzmischung fertig gemacht und auch in Gläsern abgefüllt. Und dann Anfang der 90er Jahre haben wir als Block Produktionsunternehmen eigentlich mit diesem Drittkundengeschäft angefangen und das hat sich so
gut entwickelt, dass man 2003, 2004 hat man gesagt, okay, jetzt muss man das aus den Restaurants herauslösen, weil der Umsatz oder das Drittkundengeschäft ja schon fast 40-50% eingenommen hat des gesamten Volumens, was da selber hergestellt worden ist. Und so hat man dann 2005 die Blockgruppe in drei Aktiengesellschaften aufgegliedert. Also Restaurant AG, Foods AG und Hotel AG. So. Und wir haben uns seit dieser Zeit unheimlich schnell entwickelt. Also heute ist der externe Umsatzanteil ungefähr 75-80%. Also Sie kennen alle die Produkte, wie die Sour Cream oder die American Burger. Das sind alles Produkte, die in den letzten 15 Jahren sich sehr gut im Einzelhandel entwickelt haben. Jedes Jahr bringen wir ein, zwei Artikel. Anfangs war es so, dass wir immer einfach nur uns ein Produkt von der Speisekarte ausgesucht haben und haben gesagt, das machen wir jetzt, produzieren wir im größeren Stil. Und so sind dann hier die beiden Werke entstanden. Einmal in Hummelsbüttel, wo wir rein die Fleischprodukte herstellen, also die Burger, das Carpaccio, portionierte Steaks. Und in Zarrentin, in Mecklenburg-Vorpommern, stellen wir dann die Feinkostartikel, also wie die Dressings oder die Sour Cream etc. Ich würde mal sagen, da ist noch viel Luft nach oben. Ne? Also wenn man sich das jetzt ansieht, eine Produktpalette, da ist ja alles Mögliche denkbar. Wie sind da die Planungen? Wir haben die Möglichkeit, das ja noch auszuweiten, indem man sagt, in alle Richtungen, wir können uns in dem Bereich Fertiggerichte weiterentwickeln unter der Marke. Ein großes Standbein der Block Foods und auch ein sehr stark wachsendes ist natürlich solche Convenience-Produkte, ob es jetzt eine geschmorte Ochsenbacke in Merlot ist oder ein Osobuco, solche Sachen, die wir herstellen, oder ein ganz normales Rindergulasch oder eine Rinderrouladen, das sind alles Sachen, die heute aber auch schon keiner mehr herstellen kann zu Hause, aber in der Gastronomie ist das halt auch rasant jetzt durch Corona, durch den Personalmangel, dass keine Köche mehr nachkommen. Ja, stimmt. Und mit diesen Fertigprodukten haben wir momentan sehr starken Wachstum. Also wir merken ja im privaten Bereich durchaus, kann man wohl von einem Verfall der Kochkünste reden. Also viele junge Leute, die kommen gar nicht auf die Idee, haben da auch keinen Spaß dran oder keine Freude, was auch immer, oder auch nicht die richtige Anleitung. Kochen ist dann nicht unbedingt so an oberster Stelle. Spiegelei schafft man noch, aber sowas Kompliziertes traut sich in der Regel keiner ran. Wenn das in der Gastronomie eine ähnliche Entwicklung gibt aus Personalgründen, also das Fachkräftethema, das wäre ja für Sie sozusagen der Punkt zu sagen, da kann man nochmal richtig Gas geben. Machen wir auch. Geht das in die Richtung? Ja, wir investieren jetzt sehr stark in Zarrentin. Ja. In die Produktionsstätte, zweistelligen Millionenbereich. Das heißt, wir werden eine Convenience-Gesellschaft. Sind wir ja sowieso so schon in großen Teilen. Ja, oder wir verlieren unsere Esskultur. Die Alternative besteht ja, weil sie würden ja diese Produkte sonst im Restaurant gar nicht mehr kriegen, weil es auch die Köche gar nicht mehr gibt, die das herstellen können. Nee. Also meine Oma, auch meine Frau kann solche Produkte noch herstellen, aber die Arbeit macht meine Frau sich dann oder hat die Zeit dann nicht mehr dazu, eine Ochsenbacke 5 Stunden zu schmoren. Ja, das ist auf die Idee käme ja heute keine. Man ist immer nur auf schnell, mal eben aufs Grill und fertig, ne? Aber das sind natürlich auch Sachen, die denn wirklich verloren gingen. Also da haben Sie da nicht nur eine Ernährungsaufgabe, sondern auch eine museale Aufgabe sozusagen. Ja. Erhalte Esskultur. Kulturelle Esskultur. Genau. Ja. Also eine kulturelle Aufgabe. Gut, gibt es in nächster Zukunft irgendwelche Produkte, auf die wir uns freuen können? Irgendwas, was kommt? Ich hatte das bei Food Active genannt, eben mit dieser Wertschöpfungskette verzahnen, also mit der Landwirtschaft. Dass wir eben heute 32 Vertragslandwirte haben, die für uns Rinder aufziehen. Und das haben wir vor 9 Jahren gestartet, aber mit dem Anspruch tiergerecht, also Tierwohlbedingungen. Also dass die Kälbchen ein halbes Jahr beim Muttertier auf der Weide laufen können, dass sie in offenen Stellen stehen auf Stroh, dass sie eben auch auswachsen und in Ruhe wachsen können. Also nur mit regionalem Futter gefüttert werden. Und da sehen wir halt auch den Hebel, dass man eben auch Rindfleisch im Einklang mit der Natur herstellen kann, weil die Wiederkäuer ja schon immer auf dieser Welt waren und Gras gefressen haben. Also Methan ist keine Erfindung vom Blockhaus. Das muss man mal so festhalten. Das war schon immer so, da haben Sie recht. Nun ist gerade Rindfleischproduktion ja durchaus auch öfter mal kritisch in der Erwähnung zu finden. Dass man sagt, es wird sehr viel reingepackt und es kommt vergleichsweise wenig raus. Also wir beide wissen, es kommt natürlich ein super Fleisch raus und wir mögen gerne ein Steak essen. Ja. Ist richtig, aber es kostet halt auch, um das zu erzeugen.
Der Ansatz, sowas jetzt nachhaltiger zu gestalten, wie funktioniert das? Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Wir haben gesagt, also, auch vor 10 Jahren, auch vor 15 Jahren hat der Gesetzgeber über Tierwohlbedingungen gesprochen und sagt, Dinge, die er einführen wollte an Haltungsformen, Vorgaben, ist aber nie was passiert. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir als Marke Blockhaus, und es gibt ja nicht so viele Fleischmarken in dem Sinne, wenn wir Qualitätsführer bleiben wollen, dann müssen wir uns auch ums Tier kümmern. Und der zweite Schritt ist auch, wir müssen uns auch ums Klima kümmern. Und so ist das entstanden, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern rumgefahren sind und haben Landwirte gesucht, die mit uns oder für uns auch Rinder aufziehen. Mhm. Unter der Maßgabe natürlich, dass das tierwohlgerecht stattfindet. Das haben wir dann gleich wissenschaftlich mit der Uni Kassel für ökologische Agrarwissenschaften und Veterinärwesen. Da muss ja irgendwie belegen, was man da tut. Belegt und gesagt, für uns ist ja ein Tierwohl auch nur, wenn das Tier auch wirklich gesund ist. Ne, dass man das untersucht, also die inneren Organe, die Klauen und so weiter, hat das wirklich einen Impact oder einen Effekt. Mhm. Und so sind wir daran gegangen. Und das hat sich sehr gut entwickelt. Wenn Sie sagen, die Frage war ja wirklich gut. Ja, schlägt zu sagen, das auf eine CO2-Bilanz durch? Das wäre ja die Frage am Ende. Ja, also das eine ist ja so, dass auch da gibt es Unterschiede. Also wie ich einen Rind fütter, das ist schon ein Unterschied, ob das eine Reideweide ist oder Kraftfutter oder eben eine natürliche Weide mit 36 verschiedenen Gräsern und ein paar Strohblumen drauf und so weiter. Wird man wohl auch schmecken, nehme ich mal an. Ne? Ja, das schmeckt schon mal anders. Und das hat auch einen Effekt auf den Methanausstoß. Also so haben wir haben auch aufgrund dessen, dass wir sagen, ein Rind ist ja ein Wiederkäuer und die Wiederkäuer, ob ein Hirsch oder Antilope, können Zellulose verdauen, können wir Menschen nicht. Und somit stehen diese Wiederkäuer eigentlich gar nicht in Futter- oder in Nahrungsmittelkonkurrenz zum Menschen. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich das Positive, wie Sie eingangs gesagt haben, das Rind vielleicht ein schlechter Futterverwerter. Da ist es in dem Fall aber egal, weil es Dinge frisst, die wir gar nicht essen können, die wir gar nicht verdauen können. Aber wir kommen da nicht in die Konkurrenz. Genau. Das ist schon klar. Nee. So, das geht ja auch um Wasserverbrauch und all diese ganzen Zahlen, die dann immer genannt werden, kommt man nicht umhin. Also ich sage mal, wenn man Steak essen will, dann muss man das in Kauf nehmen. Ja. Aber Sie können mal davon ausgehen, dass es auch wissenschaftlich belegt. Deswegen haben wir vor 2 Jahren unser Rindfleisch, unser Steaks in den Blockhäusern auch auf rein Gras, also reines Weiderind umgestellt, dass so ein Rind im Kreislauf, also Methan baut sich nach 10, 12 Jahren ab zu CO2 und wird dann für die Photosynthese wieder benötigt, also damit das Gras überhaupt wachsen kann. Und auch diese Weiden werden resilienter, wenn sie getreten und gefressen werden. Das heißt, sie bilden tiefere Wurzeln. Ein gutes Beispiel sind die Schafe auf dem Deich. Warum schickt man immer noch Schafe auf dem Deich? Weil der Deich viel widerstandsfähiger wird. Ja, trocknet auch nicht so schnell aus, weil er viel tiefere Wurzeln hat. Ja, das also Wiederkäuer und Graslandschaften, die sind über Zehntausende von Jahren in Symbiose, haben die sich entwickelt. Und das ist so, wo wir sagen, ja, wir wollen unsere Tiere so aufwachsen, dass die da positiv drauf einzahlen, dass wir wieder da hinkommen. Und das ist so der Weg, den wir beschritten haben seit 9 Jahren und jetzt auch Humusprogramme aufgelegt haben für unsere Landwirte. Also wir bieten denen an, sie zu schulen. Das auf jeden Fall heute üblicher noch mit Mais-Silage oder Kraftfutter gefüttert wird, dass der Landwirt davon wegkommt, dass das nachhaltiger aufwächst, das Rind. Also dass wir, wenn das Gras... Also in Deutschland kann das Rind leider sich im Winter nicht über Gras ernähren, wie meinetwegen in Südamerika oder in Irland vielleicht oder Neuseeland. Das sind ja Länder, die fast ganzjähriges Graswachstum haben. Ist in Deutschland nicht gegeben, aber da muss ich halt mit Grassilage oder Heu füttern oder mit Leguminosen. Und Leguminosen gehören in die Fruchtfolge, das hat die Landwirtschaft heute auch vergessen, aber Demeter oder so, die setzen die ein. Und sie können halt mit diesen Leguminosen, Luzerne, Lupine eben auch den Boden aufwerten, dass sie eben Humus aufbauen, Kohlenstoff binden und da liegt generell die große Chance für die Landwirtschaft. Also die Landwirtschaft kann zur CO2-Senke werden. Ne? Zur Bindung beitragen, ne? Das ist genau. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Das ist so, wo ich sage, dass wenn wir heute die Landwirtschaft anschauen und deswegen muss sich die Landwirtschaft auch mit der Nahrungsmittelproduktion verzahnen, ist das auch der Schlüssel, um
denke ich mal, große Mengen CO2 wieder aus der Atmosphäre in den Boden zu versenken, weil wir müssen die Landwirtschaft ändern. Wir müssen den Weg der regenerativen Landwirtschaft gehen. Also das Ziel muss, wir haben zwei Ziele, glaube ich, für die Zukunft, um die Menschheit zu ernähren und den Erdball zu retten. Das ist ganz klar, dass wir sagen, der Fokus richtet sich auf den Rohstoff und nicht mehr auf das Endprodukt. Ich hatte das in meiner Rede gesagt, dem Bier. Ne? Also wenn ich heute die Gerste oder den Weizen, die Körner brauche für das Bier, um dann Malz draus herzustellen, dann muss ich mir die ganze Pflanze angucken, weil das sind nur 15% der gesamten Biomasse, die da aus dem Acker gewachsen ist. Und aus dem Beiprodukt, aus dem Nebenstromprodukt beim Bier entsteht der Treber ursprünglich als Abfallprodukt. Und das ist sehr proteinhaltig, da kann ich unterschiedliche Dinge draus gewinnen. Ich kann das verfüttern an Tiere, um dann wieder tierisches Protein zu kriegen. Ich kann aber auch Proteingranulat draus machen, um vielleicht eine Plant-based Bolognese daraus herzustellen. Also es klingt sehr nach einem Optimierungsprogramm, sag ich mal. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch angesagt. Herr Krämer, wir haben schon wirklich eine Menge geredet. Also viel erzählt, viel erfahren. Ich sage herzlichen Dank für die offenen Worte und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. War mir eine Freude. Vielen Dank. Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.